So, erstmal Bären fressen gleich. Campfire. 16 Fleisch. Was sie hier alles hat. Gib den Scheiß auch noch auf. Und tust du sowas? Weiß ich nicht, ich meine, für die Hexagons, was kann ich mir dafür kaufen? Oh, Level 55. Oh, fuck. Alex, help! Ich sehe das Vieh nicht. Tierhaut heißt das jetzt. Ja. Wir haben hier ein kleines Problem, das ist ein fettes Koko um die Ecke. Fuck. Da, was brauche ich für... Was brauche ich für... Ja, Speere bauen. Was brauche ich dafür? Ja. Holz. Holz habe ich genug. Hier, komm her. Nee, warte, mache ich mir schnell selber. Nee, ich habe genug Holz. Glaub mir. Ja, ich jetzt auch. Ich muss selber leveln, sei mal nicht böse. Wie kann ich mir bauen? 3. Das wird fehlen, Fasern. Ich wollte es ja auch nicht, für dich bauen. Ich wollte dir das Holz geben, aber jetzt baue ich mir erstmal Kisten. Die sind nicht ganz so schwer, hoffe ich. Nee, die sind leichter. Ja, wir sind hier irgendwo gelandet. Ich würde gerne schon zu unserem Spot zurück. Aber ich glaube, hier auf dem freien Feld haben wir nicht wirklich Chancen. Meinst du? Nee, glaube ich nicht. Hier läuft zu viel Viehsäure rum, wir müssen uns ein bisschen einmauern können. Außer wir können uns ein paar Spikewards oder sowas bauen, aber das ist auch alles erst später. Ich werde schon mal das erste fressen. Ja. Vielleicht sollten wir uns hier auch schon mal irgendwie einen Schlafsack oder sowas, ein Bett, Schlafsack. So gut, ich nehme auch eins. Wo ist das Koko? Oh, hier rechts um die Ecke gleich. Hier hinter dem Steinding. Wollen wir es legen? Wollen wir es versuchen? Nee. Gerade, warte. Was? Wir können es probieren, aber lass mich schnell nochmal eine Pike herstellen. Wann kommt der Bogen? Bogen kommt so. In 2 Leveln. Ja. Aber wir können schon ein Bett leeren, das wäre schon mal ein Vorteil. Dann können wir hier schon mal jederzeit wieder spawnen. Warte mal, ich setze mal eine Foundation. Fehlen mir schon wieder Fasern. Welches Level bist du jetzt schon? Sag ich dir gleich. Level 8. Ich bin Level 6 erst. Hast du Leder? Ja, ein bisschen. Wie viel? Was willst du machen? Ja, ein Bett bauen. Also willst du gleich ein großes Bett bauen? Ja, dass wir da beides bauen können, gegebenenfalls. Hier 15, reicht das? Könnte knapp werden, ich habe auch noch ein bisschen was. Wo ist das? Da. Könnte reichen, oder? 32 reicht nicht. Aber, warte mal, ich gehe jetzt mal gucken, was ich für diese Hexagone ausgeben kann. Vielleicht kann ich ja... Ein Kroko hat das andere Kroko gefressen. Das ist geil. Ah, ich kann Hexagons. Tausche ich mal. Ach, das ist cool. Du kannst ja sogar Element dafür kaufen und Kryos. Das ist geil. Oh, scheiße. Es kommt. Danke, Überlebende. Bring mal das Kroko mit. Ja, ich merk schon. Alter, sind die schnell. Hau mich zu verfolgen. Stego, hilf mir. Bring das Vieh mal zum Stego. Los, ich von hinten, du von vorne. Wir machen's alle. Hallo, dann werde ich gleich wieder gefressen. Ja, los. Könnt's auch zum Stego locken. Jetzt hat er dich. Ja, ich bin's gerade zum... Ich will gerade zum Stego. Au. Stego, help! Nein, der war doch gerade fast da. Das ist ein Capro, wollte ich nur sagen. Nee, ist ein Sago, hä? Ist ein Sago. Und zwar gar nicht niedrig. Nee, 85. Ha! Leck mich am Arsch, geh weg. Alle. Wir sind Profis. Wir sind absolute Profis. Der hat einfach mal ein Speer im Auge, weißt du, und kommt mir immer noch daher gekrochen. Schön wieder hier und für Action bereit zu sein. Ich hab grad aus Versehen den Rhino gehauen. Alter, wo spawn ich hier denn immer? Okay. Ich spawn ja immer meilenweit weg.
Okay, ich port mich jetzt mal. Wie kann man denn eigentlich Speere werfen? Ja, bei mir über über L2, aber weiß ich nicht, ich glaube rechte Maustaste oder so, probier mal. Rechte Maustaste gedrückt halten oder so? Warte. Ich teleportiere mich jetzt mal in den Norden vom Moor. Pass auf, jetzt habe ich mich bestimmt zum Luna teleportiert, ich Idiot. So, wieso konnte ich jetzt eigentlich keine weiteren mehr herstellen? Pass mal auf, jetzt habe ich mich bestimmt zum Luna teleportiert. Da sind wir, genau richtig. Weil mir Fasern fehlen. Hallo? Ich habe da irgendwas gehört. Bin jetzt aber meilenweit weg von. Ich bin jetzt wieder eher da, wo wir am Anfang waren. Okay. Wenn es nicht so dunkel wäre, ne? Das ist halt gerade Nacht. Was ist das? Lol. Karin, teleportiere dich mal in den Norden vom Sumpf. Weil? Ich dir was zeigen will. Meinst du dieses Ei da? Ja. Ja, das habe ich vorhin schon fotografiert. Alter. Ist ja mega. Cool, ne? Mhm. Oh, der Gulli, der Riesengulli. Fischnetz. Ja, den machen wir einfach auch mal. Punkte sind Punkte. Alter. Ist ja mega. So. Der Riesengulli. Jetzt habe ich schon mal eine Schleuder. Ich habe ein Fischnetz. Mega. Oh, nein! Ich bin gerade am Herstellen! Diese scheiß Kap, oder? Level 150! Koordinaten gesperrt! Zeit für Teleport! Ich meine, das mit diesem ständigen Teleportieren könnte es natürlich auch geil. Wir spawnen am zufälligen Ort. Jetzt mal in den Westen. Ich will nur wissen, welche das. Lass mich in Ruhe! Der Teleport beginnt jetzt! Help me! Da sind wir, genau richtig! Paraseer, help me! Ach, Westen ist diese Region hier. Okay, dann gehe ich mal. Wie kann ich mich einfach zu dir teleportieren? Ja, das würde. Das würde auch. Nein! Was nein? Ich weiß nicht, wo ich mich gerade hin teleportiert habe, aber es ist alles rot geworden. Also, mal schauen, wo ich jetzt lande. Wie machst du denn das überhaupt? Über die Helena. Die schwebt doch um dich drumherum. Und die kannst du anklicken. Mit E länger gedrückt halten. Und dann steht da die Biome Teleportation. Hexagon-Tausch. Wenn du welche hast, kannst du dafür. Ich habe dafür zum Beispiel vorhin Leder gekauft. Wo hast du dich hin teleportiert? Was? Koordinaten bestätigt. Teleport vollständig. Ja gut, da ich eh gleich sterben werde, ich bin gerade im Lava-Biom gelandet. Aber geil, ausschauen tut's ja schon, ne? Helena, teleportier mich endlich! Die verfickten Viecher sind hier. Ja, ich teleportiere mich dann gleich einfach mal zu dir. Also über nicht ganz legale Mittel. Nämlich über den Admin-Command, aber. Wo teleportierst du dich jetzt hin? Bin immer noch im Moor. Ja, welche Zone? Osten. Osten. East. Dann sag mal, ob da unser Baum ist, dann komme ich zu dir. Weiß es nicht. Auf jeden Fall erstmal relativ ruhig. Hier habe ich wieder die Iguanodons. Hier ist ein Bronto. Okay. Ich komm auch mal. Aber zwei Rappis kommen nicht her. Zu spät. Ich werde wahrscheinlich auch genau da landen, wo du landest, weil diese Teleportationszone, ich habe das Gefühl, du spawnst immer an derselben Stelle. Da steht wahrscheinlich jetzt bei mir steht wahrscheinlich gleich schon der Kapuzukus da, so mit dem Lätzchen und Maulmesser am Gabel in der Hand. Hallo. Könnte eventuell mit.
Oh, hallo Anna, hinter dir ist. Ja, ich sag's nur, also renn nicht nach hinten. Ja, hinter dir auch. Ja, ich weiß. Wenn wir leben essen, muss jetzt alles laden. Ich glaube, das hier könnte unsere Region sein. Hier ist der Bronto. Braunstein. Kappenstein. Ja. Ich bin weg. Baryonyx. Ja, ich sehe, aber hier rennt eh gerade ein Paar lang. Oh. Schicke Färbung. Hallo Paracer. Konto, hast du hier irgendwo einen Stein? Danke. Aua! Wo ist das Vieh? Nein, zwei Dilophos! Weg! Und ich fange wieder an, alles herzustellen. So, deine Bildspeicher. Klick. Sag mal, kannst du nicht in eine andere Richtung hinfurzen? Komisches Paririno oder wie auch immer du heißt. Oh Gott. Diesen Charakter wollt ihr nicht in Pelzkleidung sehen. Warum nicht? Keine Ahnung. Ach nö, Spawner. Und sterbe. Und hier ist eine Höhle. Echt? Ja! Geh mal rein. Guck mal. Ja, mach ich gerade. Ich renne gerade vor dem Dilomo weg. Achso. Oder das ist ein Durchgang, ist hier, keine Ahnung. Das ist auch ein Durchgang. Das ist ein Durchgang, einfach nur. Okay. Mit Leuchtepilzen. Ja, das ist cool. Stellen wir jetzt auch mal wieder eine Rüstung her. Ich stelle mir jetzt auf jeden Fall erstmal wieder ordentlich paar Speere her. Mach das. Mach ich auch gleich. Damit, falls mich der Rappi überrascht, ich den an den Eiern hab. Was so reicht. Vielleicht. Oh nein! Terrorbird! Oh, Bola ist gut. Oh, dafür brauche ich Leder. Ich sehe Terrorbird. Bumerang. Parasaurus-Sattel. Pinsel, ja, ein Pinsel nützt mir jetzt viel. Das ist immer. Damit kannst du die Viecher pink anmalen, dann sind die stocksauer beschämt und rennen einfach weg. Das wäre geil, wenn es so wäre. Das wäre echt geil, wenn es so wäre. So. Jawohl, 7 Speere hört sich doch nach Maßnahme an, eine Fackel hört sich auch gut an. Resistenz. So. Jetzt kann ich endlich ein Bett bauen. Ich bin Stufe 7. Was brauche ich? So. Willkommen zu Hexagon Exchange. Danke, Überlebende. Jetzt mal ein bisschen was an Stroh und Holz sammeln, wegen Speere und alles. Ja, ich werde erstmal Verfahren sammeln, dass ich eine komplette Rüstung habe. Eine Rüstung habe ich jetzt schon. Ich habe mir gerade für die Hexagon ein bisschen Leder gekauft. Das ist eigentlich ganz praktisch, wenn du dann doch mal schnell irgendwas brauchst, ob es Fleisch ist oder irgendwas halt drin, kannst du dann mal schnell ein paar Hexagon. Das ist eigentlich ganz praktisch. Ich war erst skeptisch, als es hieß, es gibt eine Ingame-Währung. Da habe ich schon sowas wie Pay-to-Win rausgelesen auf PvP-Servern. Da hatte ich schon ein bisschen Panik um das Spiel. Weil das ist ja das Einzige, was du dem Spiel nicht vorwerfen kannst. Also Pay to Win gab es hier noch nie. Das stimmt, ja. Wie auch. Gut, bei Fortnite und so ist es auch eher, ich sag mal, was nützt die beste Waffe und das die beste Ausrüstung, wenn du aimst wie Noob, das ist so, aber. Bei Fortnite kannst du keine Waffen kaufen, du findest die ja nur auf der Map. Du kannst ja nur Skins kaufen, in dem Fall. Okay. Unser Treblock sieht auch einfach nur aus, alles rot oder. Wie dann einmal tamed ein Dodo, dann wieder. So, Niveau.
Der Stamm heißt jetzt Niveau. Meinst du? Ja, weiß ich. Dass das so gut ist? Ja. Weil wir sind das. Ich kann das nicht raten. Dafür brauche ich. Alter, ich bin hammermäßig überladen. Ich gebe mir jetzt in die Lofo schnappen. Oh, ich hab ihn tot. Cool. Oder dass er mich angespuckt hat. Das ist gut. 23 Tierhaut. Kann ich jetzt endlich eine. Alter, ich bin hammermäßig überladen. Ich schmeiß mal die Skins raus. Ja, gut, es liegt vielleicht an den 10 Speeren, das ist so, aber. Aber mir fehlt Holz. Das ist ja nicht so das Problem hier gerade im Moor. Das stimmt, ja. Also ich will jetzt zu unserer alten Base-Position, ich verteidige die. Uah! Hier geht's tief runter. Herstellung. Ich habe hier ja nicht gerade im Ernst einen Agi gehört, oder? Ich hoffe doch nicht. Komm her, ihr Moshops. Ernsthaft. Kochung, Lager, Rüstung. Alter! Betonbaushops oder was? Und direkt mal zwei Speere zerbrochen. Metall. So. Alter. Ja, übrigens, Leute, nicht, dass ihr euch wundert, irgendwie, ich lasse die Aufnahme so laufen und schneide mir die ersten Minuten erstmal so zurecht, weil wir müssen jetzt hier erstmal überleben. Hallo, Rappi. Kann ich schon Bolas bauen? Ja. Das bringt das Ganze doch gleich erstmal etwas weiter. Dann können wir uns doch schon mal vor Kaposukos und vor Dings können wir uns schon mal schützen. Vor Rappis. Mhm. Ich habe jetzt 4 Speere. Welches Level ist der Rappi? Weiß ich nicht. 85 war der vorhin. Oh. Dann brauche ich Hilfe, den näher zu knüppeln. Wo ist der? Ich will mir noch ein paar Speere herstellen. Ja. Was ist los? Ich habe nur den Baryonyx Level 135 gerade gefunden und ich glaube, ich bin gleich wieder tot. Ich sollte rennen. Ich habe ihn zwar gebolet, den Bari, aber. Oh Gott, Alex. Ich habe halt gedacht, ich kann halt mal einen Bari niederknüppeln, wenn ich ihn schon bowlen kann. Ich habe ihn erst für einen Rappi gehalten. Ist er noch hinter mir her? Er ist etwas größer. Ich kann ihn aber bowlen. Aber er ist halt Level 135, das ist das Problem. Ich lebe noch. Und ich habe Angst vor Angst geschissen. So, wo bist denn du? Wenn ich das selber wüsste, ne? Bist du nach E gereist? Oder bist du da? Ja, ich war ja auch bei dir. Klar bin ich bei E. Ja, dann komme ich wieder nach E. Ich bin ja nicht tot. Ich lebe noch. Lebe noch. Rappi. Aber ich poche, das ist ein bisschen mein Problem gerade. Hab ich noch was, womit ich. Ja, ein bisschen was, was ich essen kann. Sieht sehr falsch aus. Erstmal ein bisschen was zum Hochheilen. Ich hab dich auf jeden Fall gehört. Du bist hier irgendwo in meiner Nähe. Ja, ich werd gerade von dem. Ich spawne bei dir und der Raptor bringt mich um. Ja, hier ist bei mir aber auch eine Rappi gerade. Wieso haut der Raptor jetzt von mir ab? Wo bin ich jetzt? Oh Gott! Ich bin Tara. Oh, bist du auch abgekratzt? Mhm. Hi, Uwe! Was? Ne, Uwe hat sich gerade bei mir gemeldet im Chat. Ja, Moor ist nicht das Einfachste. Nein, nicht wirklich. Versuchen wir es noch einmal.
Kannst du sagen, was du willst, nee. Total einfach. Einfach. Wo ist dieser Deckel jetzt hingeflogen? Warum ist jetzt meine Kamera so dunkel? Warte mal. Ich werde wahrscheinlich gleich wieder abkratzen. War bei Aberration auch so, ja. Das Portal war das easieste. Aber das stimmt, aber bei Aberration war es wenigstens so in der Nähe. Vom Portal war es wenigstens einfach. Halbwegs. Wenn ich mich so an uns erinnere. Wo bin ich jetzt gestorben? Hi, Kari! Hallo! Ja, ach, die Basilisken! Also, die Ravager haben mir mehr Sorgen gemacht am Anfang bei Aberration. Oh, die Ravager. Die würde ich jetzt gerne zählen, weil die kannst du wenigstens bowlen und dann kannst du sie niederknüppeln. Ich glaube, wir sollten uns tatsächlich mal überlegen. Ich meine, ich muss jetzt irgendwie. Wo ist denn mein Loot? Ich finde ja auch mein Loot nicht wieder. Was ist das denn hier? Leuchtepilze? Ist das hier eine Höhle oder ist das ein Durchgang? Ah, dann bist du bei dem Durchgang da jetzt so. Das sieht für mich ja aus wie der Eingang zum Aberration-Biom, wenn es eins gibt. Doch, ich spiele auf dem PC. Mit Controller. Auf zu lecken. Alex, warst du bei mir? Ja. Ich bin durch diesen Durchgang einmal durchgegangen. Okay. Ich meine, geil aussehen tut's ja, das muss man ja lassen. Also, ne? Auf jeden Fall. Ja, nicht genug Ausdauer, dann regeneriere doch. Ein wunderhässlicher Charakter. Geteilte EP von Niveau bekommen. Wenn ich die Schnauze voll habe, dann stellen wir uns gleich mal im Eiseimer durch. Ich glaube, das ist einfacher. Ja, da hatten die ja auch angefangen. Aber da sind ein Haufen Wölfe, kann ich jetzt schon sagen. Echt? Und ein Haufen Argis. So, ich kann Bogen lernen. Jetzt brauchen wir nur ein paar Bolas und einen Bogen. Hast du Steine? Ja. Kannst du mir mal ein paar rüberwerfen? Warte. Da. Arctic Nordporten. Achso? Nicht verraten. Ich meine, ich kann ja mal gucken, ab wann gibt's denn die Pelzrüstung. Ja. It's a long way to the top. Level 23. Ja, aber die Kälte, die macht mir mehr Sorgen als die Tiere. Wir sterben da und sterben wir nicht durch die Tiere, sondern durch die Kälte. Kälte ist dort echt assi. Ja. Screenshots. Ach du Scheiße, Tilofo, Level 95. Ja, mach ihn tot. Ja, ich versuch's. Kannst du mal helfen? Ich hab ja nichts. Au, ah, fuck, fick, weg. Haben. Na, ja, wir gucken mal. Also, wie gesagt, dass wir. Ich würde wenigstens sagen, dass wir uns hier more so ein bisschen halbwegs Grund aufrüsten, dass wir dann sagen, wir gehen dann irgendwie ins Ocean oder ins Dings, ne? Ins Eis. Würde ich auch sagen, weil Moor sehe ich mal in meiner Zukunft auch nicht. Also, das ist mir hier auch viel zu duster und viel zu nass. Und dann gehst du 3 Meter ins Wasser, dann hast du so, dann hast du so ein scheiß Dings an der Backe. Ich brauche Fasern. Oh Gott, wenn sieht das geil aus. Fasern, ich habe 18 Stück. Alles gut, ich mach schnell selber. So. Ein paar Speere hier herstellen. Jo. Wahrscheinlich, ich hab so irgendwie Frosch im Hals heute. Ja, bei mir ist es wirklich einfach nur rechte Maustaste und dann loslassen. Ja? Ja. Mit der Speere? Hab ich mir fast gedacht. Ja. So, ich gehe jetzt ein bisschen mit auf Gewicht. Was habe ich jetzt? Bolas kann ich jetzt machen. Oh, hier ist ein kleiner Wasserfall. Tschüss.
Oh, ich hab ins Wasser geschossen. Eintopf! Oh weia. Da hinten, da drüben ist ein Raptor. Magst du den Raptor bolern? Oh nein, da sind zwei Raptors. Ich hab gerade keine Bolas. Aber warte, ich kann mir gleich einen Bogen und ein paar Steinpfeile bauen, dann können. Und du kannst Bolas bauen. Dann können wir zusammen drauf. Jetzt können wir erstmal den Rest von meiner Rüstung herstellen. Ich brauche Leder, ich kaufe mal ein bisschen Leder. Kauf doch nicht immer alles. Such dir was. Hier ist alles, was ich habe. Komm, die 30 Hexagone. Lass uns das nochmal machen. Wenn das Spiel uns die Möglichkeit schon gibt zu bescheißen, darf man sie auch nutzen. Parasher sieht ja aus, ey. Ist der gelb mit blauen Punkten? Ja, der ist gelb mit blauen Punkten. So, Schuhe und Handgelenkrüstung. Na, Internet, bleibst du da? Kommt der Takt. So, Sättelstrukturen. Holz. Ich baue erstmal 4 Bolas, das reicht erstmal, oder? Sollte. Dann brauche ich noch ein bisschen Feuerstein für ein paar Steine. Und dann brauche ich noch eine Hose und sowas. Aber das ist nicht weiter schlimm. I'm Michelinae, a fractal personality designed to be your guide. Just listen to me and you won't get yourself killed. Probably. I'm doing this too.